Und wir belieben an die Freunde der Sonne, alle zusammen. Hands up für diesen einen und Sigurd! Sigurd! Es ist aber für mich, glaube ich, einfach mal eine Herausforderung, Bronze zu kommentieren. Die spielen halt ihr eigenes Spiel, okay? Die spielen ja, alle spielen so ihr eigenes Ding und so. Und es wird, glaube ich, sehr, sehr hart für mich, das zu kommentieren. Meine Damen und Herren, damit würde ich sagen, es geht los. Wir starten mit unserem ersten Replay für heute. Diesmal aus der Bronze-Elo frisch. Unser Star von heute, Sigurd! Es geht los, meine Damen und Herren. Cast my Replay. Und damit spielt den Torbjörn sogar. Und da natürlich im Torbjörn, muss man sagen, ist ein guter Held, ne? Der Turret ist ja hier. Ist ja gefährlich und kann da auf jeden Fall, glaube ich, ordentlich für Schaden sorgen. Auf der anderen Seite, auf beiden Seiten eine sehr interessante Comp, ne? Und auch der Holt, guck mal, ey, das ist ja der Holt, der ist brutal. Direkt Klaus wird hier gehalten, direkt hier, ja, mit dem Turret alles aufgestellt. Team Rot, May, Bashen Comp, das ist schon böse, Chef. Was meint ihr, wer wird gewinnen? Team Sigurd oder Team Tio Tau? Was denkt ihr? Der Laser 27 jetzt hier will sein Aim beweisen. Versucht natürlich da ein bisschen Schaden anzubringen, aber die Diva fliegt mit direkt im Gesicht und oh mein Gott, Happy Rogue, Alter. Der holt sich direkt den Kill. Sigurd muss da jetzt ein bisschen natürlich Arbeit machen. Muss natürlich schauen, dass er da ein bisschen Damage reinbekommt. Versucht da sein Bestes hier, die Gegner zu holen. Die Diva vor allem vom Mech zu befreien. Happy Rock, der steht da einfach. Der weiß gar nicht, was die Matrix ist. Einfach down. Der ist einfach komplett down. Die Reinhards kloppen sich ja komplett ihn um. Jetzt kommt der Hook nochmal raus. Hier kann Shadow nochmal gegenhalten. Shadow Dragon. Absolute Main-Tank-Legende. Aber nein, Euge. Euge fällt um. Jetzt stellt der Bischof sich mitten auf. Frechdachs wird gehookt. Die Nate kommt raus. Aber leider bringt das absolut nicht. Und Sigurd versucht sein Bestes dagegen zu halten. Den Damage zu machen, Junge. Sigurd, mach es. Sigurd, mach es, Junge. Haut da mit aller Kraft nochmal rein. Aber trotzdem kommt da die nächste Wall hier raus. Und damit jetzt hier kommen die Shots rein. Schöne Nate. Jetzt schöne Nate. Da rennt aber rein. Sigurd wird eingefroren. Sigurd muss das überleben, Junge. Der muss das halten, Junge. Jetzt gehen sie da nach vorne. Shadow Dragon mit seinem Team nach vorne. Versuchen das Ganze hier einzupushen. Eugene versucht dagegen zu halten. Aber der Blizzard kommt raus. Und jetzt geht's los. Der Charge einfach. Eugene, die Legende. Der geht einfach rein. Guck dir den an. Der geht einfach rein. Und damit jetzt hier ist er leider down. Keine Chance jetzt hier für ihn. Das ist bitter. Sigurd auf dem Jagd. Und oh, der Shatter. In der Backline Shadow Dragon mit 10 AP. Der charge schon nochmal rein. Und das ist ja komplett verrückt jetzt hier. Gucken wir mal schauen, was der Reaper macht. Zelaza 27 geht direkt rein. Vergisst aber bitte nicht die Payload. Will da reingehen, versucht die Kills zu gehen, aber wird einfach eingefroren. So ein illegaler Held. Und jetzt noch die Pharah. Jetzt kommt aber der Beat. Nano Lucio! Nano Lucio ist mit dabei. Und damit können sie nochmal loslegen jetzt hier. Nano Lucio, jetzt muss es aber gehen. Jetzt geht's aber los, Junge. The Hex versucht mit aller Kraft dagegen zu halten. Das sieht gut aus. Sigurd auch nochmal verteilt da seine Lava. Und damit haben sie es nochmal hier. Die Möglichkeit, der Fight hört einfach niemals auf. Die Bombe kommt da nochmal direkt raus. Happy Rock versucht nochmal sein Bestes, um da irgendwie gegenzuhalten. Aber trotzdem, jetzt schauen wir natürlich mit aller Kraft auf OG. Denn er kann der G hier sein. Er charge die Diva einfach um. Und jetzt natürlich mal schauen, wie der den Chatter gleich einsetzen will. OG, das ist deine Chance. Er sieht die Option, die Firma zu bekommen. Firestruck landet und die Firma auf dem Boden platzt einfach. Die tötet sich einfach selber. Damit jetzt nochmal der Hook hier mit dazu. OG hat die Option. Da ist nichts. Und der Chatter ist gewaltig. OG mit dem tiefen Chatter auf dem Weg. Er findet einfach alle und noch mehr. Und kann das Ganze hier halten. Wunderbar. Die Mail, die guckt ja nur noch blöd aus der Wäsche. Und damit Team Sigurd, die ja komplett durchdrehen. Was zum Teufel. Oh mein Gott, jetzt der Flank nochmal hier. Benbo an der Seite mit dabei. Versucht natürlich den Highway einzunehmen. Versucht natürlich den Hookstar zu setzen und schafft es auch. Wunderbar. Torinosis ist direkt down. Keine Chance da weiter für ihn jetzt mitzumachen. Und das letzte Sekunden wird das nochmal spannend. Kann vielleicht die Pharah das Ganze hier nochmal drehen? Schafft sie es da vielleicht den Jetpack auszupacken oder nicht? Denn bis jetzt ist sie ziemlich lange auf dem Boden unterwegs. Aber jetzt da versucht sie hinter den Rainer stehen natürlich da den Schaden anzubringen. Gute Idee. Kann damit weniger gedamaged werden. Jetzt die Raketen kommen raus. Shadow Dragon rennt rein. Das Fenster wäre auch mit dabei. Aber da mit dem Deathblossom bekommen die Kids. Und guckt ihr mal an. Euge, der geht einfach rein. Der geht da einfach rein. Beide rein. Das hier ist jetzt chargen da komplett durch die Map. Aber jetzt der Blizzard nochmal mit dazu. Die Leute sind eingefroren. Und der Shadow schon wieder. Euge wird aber eingefroren und kann da nichts machen. Die sind alle eingefroren. Alle eingefroren. Alle eingefroren. Aber der Reinhard wird gegangen. Der Reinhard wird angegangen. Das ist ja illegal. Benbo jetzt mit dabei. Die Option. Der Hook könnte jetzt das Ganze hier nochmal drehen. Und auch genauso mit seinem Holo könnte er den Unterschied machen. Aber wir schauen natürlich auf Sigurd, die einzig wahre Legende jetzt hier. Auf den Punkt. Will er die Lampe bekommen. Aber schenkt es leider nicht. Kriegt leider nicht seine Ultimate raus. Aber jetzt hier der Nano Holhawk macht den Unterschied. Benbo rastet komplett aus. Schubst sie alle von der Karte. Wunderbar. Kriegt den ersten Kill. Die Matrix findet nicht. Aber der Hook auch nicht. Was ist das denn? Blizzard. Das ist ja absolut egal. Jetzt die Pharah mit der Barrage. Das tut richtig weh. Aber nein, Mana stirbt einfach. Der ist einfach down. Der kann da nichts machen.
Und jetzt hier Torne ist es. Mal schauen, wie er das macht. Die Lampe sitzt schon mal. Er versucht sein Team damit alle Kraft nochmal zu halten. Versucht er alle am Leben zu halten. Der Beat kommt aber raus. Und Sigurd hat natürlich erneut den Krampf. Jetzt die Bombe an der Seite. Man muss das Ganze nochmal blocken. Sigurd jetzt hier mit dem ersten Kill. Versucht sich da natürlich aufzuladen. Versucht er jetzt hier die Kills zu bekommen gegen die Moira. Versucht er den Schaden zu setzen. Und hat auch gleich seinen Molten Corner parat. Kann er damit das Ganze drehen? Nein! Er wird geschattert. Der Shatter ist gewaltig. Schon wieder von Shadow Dragon diesmal. Aber jetzt kommt die Ult mit raus. Molten Core auf den gesamten Punkt verteilt. Die Moira charged da wild umher. Sigurd aber wird angegangen. Und jetzt zerplittert auf den. Denn man weiß, wer der Stärkste ist. Sigurd kann da leider nicht mehr mitmachen. Der Blizzard tut richtig weh. Alle sind hier eingefroren. Aber trotzdem, Eugi nimmt das hier in seine Hand und hat hier gleich den Chat. Aber nein, der wird einfach platzen. Jetzt das Fenster kommt nochmal raus. Sie versuchen das irgendwie trotzdem nochmal irgendwie einzunehmen. Benbu ist mit dabei, wird aber weggeräumt und damit jetzt hier Fatam fast mit der May, mit dem Blizzard macht er den Unterschied. Absolut crazy. Absolut komplett crazy. Absolut crazy, wie er das macht. Und jetzt Sigurd. Kann das Ganze nochmal halten? Der erste Punkt, das war ja ein kompletter Krieg. Das war einfach nur ein Krieg. Wirklich. Das war ja ein kompletter Krieg, oder? Oh, Rainer fehlt auch nochmal eingeworfen. Das ist ja wirklich. Also muss man sagen, das ist auch frech. Das ist auch frech von Eugen. Guck dir das an. Oh ne! Oh ne! Oh ne! Was? Ein Shatter! Ich wollte gerade trinken, aber der haut einfach so ein Ding raus. Alter, Eugen ist ja der krasseste Rainer ever. Nach vorne zu gehen. Jetzt da kommen weiter die Kills hier raus. Wunderbar. Junge, der ist verrückt. Ich sag dir, wie es ist. Der ist verrückt. Fairy Yap. Schauen wir nochmal zu. Die Fairy Yap hier. Das Ganze halten kann. Fairy Yap, Nate auf. Roadhog, wunderbar. So natürlich da einfach nur zu healen. Den Support zu sichern. Irgendwo die Beats, aber auch einfach schmackhaft. Junge, kriegt den Kill sogar nochmal hier richtig stark. Bekommt hier aber den Kill. Jetzt der Holog nochmal mit dazu. Der Charge von Euge. Charge von Euge geht da nochmal rein. Nano, Holog, einfach die absolute brachiale Combo. Sigurd kann den Tag nochmal retten. Hat auch seinen Molten Core mit dabei. Aber Euge, der Carry, wirklich, der ist ja insane. Der ist ja hart am Smurfen, safe. Absolut hart am Smurfen. Sigurd jetzt hier. Schön mit dem Molten Core macht er den Damage. Den Ball bekommen, wunderbar. Jetzt mal gucken, wie sie das Ganze natürlich weiterspielen werden. Happy Rogue geht aggressiv, will das Schwein hier unbedingt bekommen. Also wirklich da support ich aber. Nein, Sigurd! Unterbindet einfach den Blizzard. Sigurd einfach den Blizzard unterbunden. Ey, Legende. Ey, Applaus für Sigurd bitte ganz kurz. Applaus für Sigurd bitte ganz kurz. Super sick. Bekommt die May, bevor der Blizzard rausgeht. Also da muss man einfach mal Platz. Da muss man einfach mal applaudieren. Die oder? Letzte Chance. Der letzte Kampf. Kann Sigurd es machen oder nicht? Kann Sigurd es gewinnen oder nicht, Freunde? Die Zeit tickt langsam runter. Euge, wieder der Carry mit dabei. Die MP war zwar gewaltig, aber leider ist da kein Follow-up. Und jetzt der Slam von dem Ball. Auch vier Leute mit dabei. Richtig stark. Aber Sigurd hat immer noch seine Ultimate. Immer noch macht hier die gesamten Kills. Guckt ihr den mal an. Der spritzt sie alle voll, die Sau. Und damit bekommt ihr die Baby lieber. Bekommt die auch mit dazu. Und Sigurd holt sie einfach alle an. Und damit ein starker Hold für Team Sigurd. Freunde, Drakes in den Chat. Absolut Drakes in den Chat. Insane von Sigurd gespielt. Und jetzt kommt die brachiale Kombo, Freunde. Macht euch bereit. Macht euch bereit. Für die Bunker-Comp. Team Tio Tau. Mit Reinhard, Orisa, May, Bastion, Mercy und Moira. Das ist ein Bunker-Comp. Der Endboss. Der Bronx-Elo. Kann Sigurd ihn bezwingen oder nicht, Chat? Das sehen wir jetzt. Und damit geht es los, meine Damen und Herren. Die nächste Runde. Sigurd geht da direkt über die linke Seite, versucht natürlich damit in eine bessere Position zu kommen, während sein Team. Mal schauen, wie sie das Ganze hier spielen. Oh, da ist leider der erste Kill schon gefallen. Unlucky. Bastion steht da nicht ganz hinterm Schild. Euge versucht ihn da zu chargen, leider Payload im Weg gewesen, kann man nichts machen. Währenddessen auch da versucht jetzt hier Benbu natürlich irgendwie da in Hook zu landen. Findet den auf Moira, hat leider keinen Schuss. Ah, unglücklich, ganz unglücklich, ganz unglücklich. Jetzt kommt er die Wall sogar nochmal raus. Kommt die Wall nochmal raus und jetzt mal gucken, ob Gambo das nochmal machen kann. Ja, yeah, auf dem Reinhardt versucht sich mit dem da zu käppeln. Versucht sich mit dem zu fetzen. Versucht es. Er wird einfach umgeboxt. Er wird einfach umgeboxt. Was ist das? Er wird einfach umgeboxt. Benbu bekommt aber jetzt nochmal den Kill und jetzt will man da nach vorne. Jetzt will man dann die Bastion irgendwie bekommen. Aber Mana ist einfach zu krass. Der ist einfach zu crazy. Nate, komm nochmal raus. Stellen sich jetzt hier auf. Oh oh. Da sind sie halt alle hinterm Schild. Wie wird das Ganze laufen, Freunde? Diese Double-Shield-Kombination scheint einfach unbesiegbar. Aber Benbu ist auf dem Weg. Benbu ist auf dem Weg. Er versucht sein Bestes. Und jetzt Sigurd mit dem Flank. Sigurd mit dem gigantischen Flank. Aber er hat nur einen Schuss in der Knarre. Und das ist bitter. No, Sigurd, der Flank-Versuch. Er droppt runter. Macht Flashbang-Right-Kick und hat leider nur einen Schuss im Magazin. Manchmal schießt es einfach nicht, wenn man will. Kann man nichts machen. Aber oh mein Gott. Eug
Eige mit dem Carry. Eige. Der mal wieder mit dem Shatter, mit dem Nano. Alle hier umher schwingt. Und damit können sie es machen, Freunde. Damit können sie es machen. Damit pushen sie nach vorne. Wunderbar. Das war alles Ablenkung. Zirkus ist reingesprungen und hat gesagt, ich lenke sie ab. Und es hat funktioniert. Und damit jetzt hier die Option, weiter durchzupushen. Guckt jetzt an. Bamboo. Die Maschine mit dabei. Immer wieder holt er da die Hooks. Und jetzt kommen nochmal die Märchen raus. Wir gucken natürlich der einzig wahren Legende zu. Bamboo. Bamboo mit den Hooks. Der Charge von ganz hinten. Eugen geht rein. Jetzt der Shatter mit Blizzard. Die Kombo auf Bamboo. Aber schöner Beat. Oh mein Gott, richtig schöner Beat hier. Kann das Ganze halten. Bamboo, kann er das überleben? Er versucht es. Genbu muss überleben. Eugen wird angegangen. Guck mal, der Speeder sogar zurück. Der Lucius, der Hard Carry. Attack 6. Maxi Max. Auch auf der anderen Seite wird das Ganze hier contestet. Und jetzt kann Sigurd das vielleicht nochmal drehen. Er versucht den Lucius da zu bekommen. Er versucht ihn da zu killen. Jetzt natürlich da am besten nochmal hier weiter drauf. Und sie bekommen sogar den Hook auf die Mercy. Aber noch nicht ganz den Kill. Jetzt hier die Mercy wird angegangen. Mercy, Flashbang ins Gesicht. Kein Rest heute. Und damit hier Pistolenbattle. Wer kann das ganze Ding gewinnen? Tiotau. Der gibt so leicht nicht auf. Die Teamkapitänen kämpfen hier bis zum bitteren Ende. Happy Rock kommt mit dazu und mischt sich da jetzt nochmal ein, der Frechdachs. Jetzt mal gucken, wie sie das Ganze nochmal halten wollen. Jetzt hier Euge geht da direkt rein. Geht da weiter aggressiv. Versucht sich da nochmal durchzuschwingen. Jetzt hier, da kommt die Bongo raus. Hier vor dem einzigen Shadow Dragon. Kann er das Ganze nochmal drehen, Freunde? Er versucht es da. Er versucht da nochmal irgendwie gegenzuhalten. Er versucht es. Versucht mit aller Kraft und schafft es auch. Euge ist hier down. Die Ults kommen raus. Richtig stark. Mana auch mit dem Torbin ist mit dabei. Kann da nochmal gegenhalten. Jetzt hier der Lasaf 27. Ultimate, die Ultimate Chance bleibt leider raus. Ultimate Chance ist leider gone. Aber wir sind gespannt drauf, denn Sigurd wieder jetzt hier mit dem Flank, Freunde. Sigurd jetzt mit dem Flank. Und wir believen an ihn. Freunde der Sonne, alle zusammen. Hands up für diesen einen und Sigurd! Sigurd! Unser Held! Sigurd, unser Mann! Kommt von der Seite und holt vier Leute. Ich kann nicht mehr. Absolut crazy. Sigurd, der beste McCree-Spieler in ganz Deutschland. Holt einfach den Play. Holt damit die Paddles. Holt damit die Map. Und zeigt, dass man einfach nur believen muss, Freunde. Einfach believen. Just believe. Sigurd, die Legende. Absolut crazy. Und damit Play of the Game. Win und alles geholt. Sigurd. Applaus. Applaus, Sigurd, Junge. Easy Claps in den Chat. What the fuck? Habt ihr das gesehen? What you trying, bitch? What you trying? Look at this. Look at this. Come here. Whoopah!